Ich bin heute bei der Gesellschaft Zigeunerinsel, genauer genommen bei der Kindergarde. Die trainieren schon fleißig für die Prunkfestsitzung und ich werde heute mal mittrainieren. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin nämlich leider ziemlich unsportlich und ziemlich ungelenkig. Mit verschiedenen Übungen wärmen wir uns auf. Trainerin Katrin bereitet die Kinder für den Auftritt bei der Prunkfestsitzung am Samstag vor. Ich halte einfach mit und bin froh, dass mich meine schwarze Kleidung bei einigen Übungen gut tarnt. Dann laufen wir zum Showtanz ein. Mit Freude tanzen die Mädels ihre Choreo, auch wenn noch nicht ganz synchron. Ich stelle schnell fest, das Einzige, was bei mir herausragend ist, sind meine knapp 1,80 Meter. Aber was soll's, ich habe Spaß und die Kinder auch und das ist ja das Wichtigste. Trotzdem bereitet sich Katrin mit ihrem Team auf den Auftritt bei der Prunkfestsitzung ganz besonders vor. Also die Prunksitzung ist ein großes Event für uns, ist immer das größte von jedem Verein. Und da ist jetzt halt auch die Örtlichkeit besonders, vor allem die Bühnengröße. Und das muss man mit den Kindern schon üben, weil sobald was anders ist wie im Training, klappt es nicht. Verständlich. Die meisten Kinder sind auch erst zwischen 5 und 6 Jahre alt, also noch am Anfang ihrer Karriere. Später gehören Übungen wie Ratschlagen eher zu den einfachen Figuren. Und genau das machen wir zum Schluss. Nacheinander kommen wir dran und ich bin ganz ehrlich nervös. Oh Mann, jetzt bin ich dran. Ich hab so Angst, ich hab schon so lange kein Rad mehr gemacht. Ein Erfolgserlebnis, auch wenn mein Rad eher in die Kategorie sterbender Schwan fällt. So sieht's übrigens aus, wenn Mariechen Ellen aus der Juniorengarde ihr Bein schwingt. Die trainiert direkt nach uns und zeigt den Nachwuchstänzerinnen, wo die Reise hingehen kann. Ich bin jetzt fertig mit dem Training und ich bin froh, dass ich bei den Kindern und nicht bei den Junioren mittrainiert habe. Ich freue mich auch schon, die Bande wiederzusehen bei der großen Prunkfestsitzung der Gesellschaft Zigeunerinsel. Ich werde da übrigens auch mit dabei sein, aber nicht als Tänzerin, ist glaube ich auch besser so, sondern als Moderatorin. Und ihr könnt euch das Ganze auch anschauen, und zwar bei RegioTV Stuttgart am Sonntag um 18:30 Uhr. Also, save the date, einschalten!